Hallo ihr Lieben und willkommen auf meinem Kanal It's Gluten Free Baby. Ich bin Aurelie und möchte euch heute ein super leckeres und einfaches Rezept für glutenfreie Zimtschnecken, auch bekannt als Cinnamon Rolls, vorstellen. Wenn man auf Gluten verzichten muss, ist der Gang zum Bäcker leider passé. Denn durch Krümel und Mehlstaub reicht es schon, um die Backwaren zu kontaminieren. Darum ist es umso schöner, wenn man was Leckeres immer griffbereit in der Tiefkühltruhe hat. Denn diese Zimtschnecken eignen sich auch wunderbar, um sie einzufrieren. Am besten direkt nach dem Abkühlen verpacken und ins Gefrierfach. Wenn ihr euch für glutenfreien Lifestyle, leckeren Rezepten und Produkten, Restaurants und Hoteltests interessiert, dann stellt doch sicher, dass ihr den roten Abonnier-Knopf drückt, dann verpasst ihr kein Video von mir. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Also lasst uns gleich loslegen. Um sicherzugehen, dass der Hefeteig auch schön aufgeht, machen wir jetzt einen Vorteig. Hierzu nehme ich 100 ml lauwarme Milch. Dann kommen 2 Teelöffel trockene Hefe hinzu. Und 1 Teelöffel Zucker. Nach 40 Minuten sieht der Vorteig bei mir so aus. Dann nehme ich 500 Gramm Universalmehl. Das hier ist von Lidl. Das ist, soweit ich weiß, das günstigste. Zuerst habe ich mich schwer getan, dass es oft bei glutenfreien Mehlen schon Mehlmischung gibt. Wir machen das Ganze einfacher, denn es fehlt hier schließlich Klebereiweiß. Dann kommt 80 Gramm Birkenzucker. Ein gehäufter Esslöffel Flohsamenschalen, ein Ei, 80 Gramm Butter, 180 ml lauwarme Milch dazu und dann wird alles gemixt. Bei glutenfreien Mehlen ist darauf zu achten, dass man sie nicht zu lange durchknetet, damit sie nicht hart werden. Für die Füllung nehmen wir 100 Gramm flüssige Butter, 40 Gramm Ahornsirup, 1 Esslöffel Vanilleextrakt, 80 Gramm Birkenzucker und 2 Teelöffel Zimt. Um sicherzustellen, dass man wirklich glutenfrei backt, ist es wichtig, sich von allen Holzartikeln wie einem Nudelholz zu trennen, wo man vorher mit normalem konventionellem Mehl gebacken hat. Darum habe ich jetzt auch noch gar kein neues Nudelholz und benutze einfach eine Flasche. Das gleiche gilt aber auch für Holzbretter. Wenn man da schon konventionelles Brot geschnitten hat, dann ist einfach noch, sind Mehlpartikel dabei, die dann entsprechend schädlich sein können für Personen, die kein Gluten vertragen. Jetzt wird das Ganze gerollt. Achtet darauf, dass ihr genug Mehl auf dem Backpapier habt, damit es nicht wie hier kleben bleibt.
bei 180 Grad Ober-Unterhitze 25 Minuten backen lassen. Um auch hier eine Kontamination zu vermeiden, macht es Sinn, keine Umluft zu benutzen und den Backofen kurz feucht auszuwischen. Zum Schluss kommt das Topping. Dafür benutzt man 100 Gramm Frischkäse und einen Esslöffel Butter, das ist bei mir ungefähr 20 Gramm, und 2 Esslöffel Ahornsirup. Und dann kommt das Ganze auf die lauwarmen Zimtschnecken. Mit dem Topping werden die einfachen Zimtschnecken zu Cinnamon Rolls.